Möchte Fred in die Gnade von unserem Herrn Jesus Christus mit uns alle sein von dir. Wir gehen wieder in Matthäus in die Bergpredigt hinein von Jesus Christus. Das ist die erste Botschaft, die wir abgeschrieben haben von Jesus. Und wir sind in das 5. Kapitel in Matthäus, Vers 27, du will ich nun lesen. Matthäus 5, Vers 27 bedeutet: Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass dein Wort klar und deutlich ist, was du von uns verlangt hast. Ich danke dir, dass wir in dein Wort nennen. Und Herr, ich bete, überkomm unsere hohen Horten, hab uns Verständnis zu haben für dein Wort und hab uns dein Wort ernst zu nehmen. Die Trübel ist, euch dort zu verstehen, aber die Trübel ist, dort unternehmen und nicht zu leben. Ich bete, ich habe uns genug an und hoffe, dass diese Botschaft kommt, dein Wort reich ütlein und dort wir dort wollen vernehmen. Amen. Einmal war er in der Bergpredigt, du jett Jesus dort am dort Hort. Gott jett dort am ans Hort. Und wie dessen Tags von dir erst und nicht anders. Viele von Jesus, die eine Tauhörche, die werden sehr jässlich. Sie deuten sich so. Eigentlich werden sie sehr gesetzlich. Sie deuten nur ihre Meinung nur, dort Gesetz ganz gut leben. Und dabei dachten sie, sie werden gerecht für Gott. Sie werden für Gott ungenommen. Sie deuten nicht Dauk merken, sie ist wie Fehlmut von Horden. Und sie deuten auch nicht Ehe bringen. Fehlmut sah wie dort, wo Jesus entwiesen deut. Und nicht bloß du, wer den anderen dort killen wird als Mörder, auch du, wer den anderen hassen wird als Mörder. Und dort von dir, dort Teimer von dir, legen sich so mit dort Fehe. Die Pharisäer, sie dachten, sie wären gerecht, sie wären gut, wenn sie nicht den Nubazine früh nehmen. Jesus geht hier oben bei den Hort und sagt, wer selbst wem, wenn eine andere früh ankickt, um ihr zu begehren, der hat all mit all der Ehe gebrochen. Und wir sind auch fragen so gesagt aus diesen Pharisäern, wenn ich mich christlich abstauen darf, wenn ich vom Bühnen Geld sieht, na, dann ist hier doch der Geld mit mir nicht. Kreien dann, was im Hort passiert ist. So, da wird sie gehört worden, wenn es hier sein wird, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Dort haben sie all gelehrt, und dort wie auch reich. Dort erst reich ist dort. Dort steht in 2. Mose 20, Vers 4 Tieren, und auch ab was andere stehen. Dort ist das erste Gebot von den Tieren gebauten. Und dort meint einfach, wenn du befreit bist, dann bleib bediene eine früh, und lud die andere frühes Tag. So, die Bibel redet sehr klar über Sex, für wem dort ist und für wem dort nicht ist. Erstens, Sex ist für befriedete Personen und das Bund, das Ehebund, soll nicht gebrochen werden. Zweitens, die homosexuellen Beziehungen, die wurden verboten von der Bibel. 3. Mose 18, Vers 23 sagt uns das. Du sollst bei keinem Mann liegen, wie man bei einer Frau liegt, denn das ist ein Gräuel. Auch sollst du bei keinem Vieh liegen, dass du dich nicht mit ihm verunreinigst. Kreiten don't, was die moderne Welt auch sein hat, über Homosexualität, die Bibel, der dort klar verbeugen.
drittens Unzucht. Unzucht wird in der Bibel auch verboten. Unzucht als sexuelle Beziehungen bieter der Ehe. Zum Beispiel fern befrieren, top schlupen oder irgendein andere Ding. Wer nicht befriedet ist, soll sich an keine sexuelle Beziehungen bedulden. Die Pharisäer und auch so die Juden, die wären eigentlich mit das bekannt, für ihn wird das Oberdollar ein äußerliches Ding und ihn wird auch so wichtig, was in ihr hat wir. Sie leuten dort Part üt, sie dachten doch euch an, wo Gott ihn anchecken wird. Wie sollen in der Bibel viele Dinge wird verboten sein und das gedacht? Dann haben wir vielleicht die Frau, na, erst Gott dann ganz jenes Hex, erst Hex wird anjässlich, erst dort wird schlachtet. Nee, die Bibel lehrt dort anders. Die Bibel betont Hex aus, was sehr scheint. Ein ganzes Buch in der Bibel geht um die eheliche Leib, das Buch Hohelied. So, wer befriedet ist, der darf mit seinem Partner schlafen. Und wer befriedet ist, der soll mit seinem Partner schlafen. 1. Korinther 7, Vers 5 sagt, entzieht euch einander nicht, außer nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Fasten und dem Gebet widmen könnt. Und kommt dann wieder zusammen, damit euch der Satan nicht versucht, um eure Unenthaltsamkeit willen. So, wenn ein Ehepaar sich bereden wird, ein paar die auch Tizite stellen, um extra Tite haben, zum Fossen, ihre Beben, dann sollen sie dort zu stotteln. Aber nur dem sollen sie wahre Typ kommen. Sie sollen sich nicht von ihrem Partner aufhören. Und für wer befriedet ist, sagt Sprüche 4, Vers 15, sistiert. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und ströme aus deinem eigenen Brunnen. Sollen sich deine Quellen auf die Straße ergießen, deine Wasserbäche auf die Plätze? Sie sollen dir allein gehören und keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet und freue dich an der Frau deiner Jugend. Die liebliche Hündin, die anmutige Gemse, ihr Busen soll dich allezeit sättigen, von ihrer Liebe sollst du stets entzückt sein. Wer befriedet ist, der soll sich, der darf sich unseren Partner freuen. Und wer nicht befriedet ist, der soll sich von allen sexuellen Aktivitäten aufhören. Gott hat geboten, nicht um uns tot zu sagen, aber um uns zu beschützen. Das wunderbare Ding, was Gott uns hier gegeben hat, du ja vorher auch geboten dafür, gesetzt dafür, was uns beschützen soll, um dort zu kommen, was scheint und was gesegnet blieben. So, in der Ehe, als Hex, was so erscheint, bitte kommt von der Ehe, du sagst die Bibel, dort alle Aktivitäten Sinn sind. Und nicht bloß dort, dort bringt viele Schwierigkeiten mit sich. Dort soll wie in der vandalischen Welt, wo, wenn die Moral nur looten wird, wo sehr viele Schwierigkeiten dort mit sich bringt. Und auch wie wollten dort, der Sinn bringt den Tod mit sich. So. Gott ist nicht gegen Sex, aber Gott hat Grenzen gesagt, für wem und wo du mit umgehen soll. Die Pharisäer, ihre Rechtlinie, die wir so, solange ich die früh nicht anschauen darf, oder solange ich dort nicht überleben darf, wird in meinen Gedanken sein, dann sollte wegen Gott. Und dort hier wie von der schon Tag hochfahren. Dann wird kicken, bohren nicht, solange ich nicht du mit dir. Jesus sagt der Rechtlinie über Fehlhecher. Heute sagt hier, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. So, Ehebruch fängt im Hort an, dort ist nicht bloß, wenn dort erst ausgelebt ist. So, allein, wer all mit Lust eine andere Frau ankickt, hat in sein Hort Ehebruch begonnen. Es ist von dir schon da in Trouble. Es ist ein Lust, ein Trouble unter uns Menschen. Wir würden uns wünschen, dort nicht wieder ein Trouble sein, aber es ist wie sollen da und es ist wie wollen da und dort ist ein sehr großer Trouble unter uns. Dort gerade moralische Trouble, was die Gemeinde von dir schon da hat, dort ist nicht Mord, dort ist nicht Trunkenheit, oder Ehebruch, ütterlich. Das größte Problem ist
Ehebruch im Hort, wo unja Jungs in Pornografie kommen. Ich war von der Meiermol von Pornografie reden. Pornografie dort erst Bilder, Videos, Bücher, du kannst auch Schriften sehen, wo du am Gundet am nackte Menschen oder Menschen, wo du Sex haben. Pornografie, du jetzt leichter tickieren von der schon da, also euer Average hat hier gut. Und das hat sich auch in der Gemeinde hineingeschlägt. Es ist ein moralischer Krebs. Pornografie ist eine Krankheit, wo die Gemeinde angerieben wird und langsam dort merken wird. Der nächste Trouble, was wir in unserer Gemeinde haben, und das merkt mir auch traurig zu hören, dort rückt jedenfalls ungefähr dort bis 7% von den Gemeinden im Plun haben, ihre in Weichhahn Menschen zu halten, wie mit den Straucheln dort. Ich habe die Botschaft von dir, wird uns mehr Antworten geben, ab dort. Diese Botschaft ist für uns alle wichtig. Erstens, wir haben alle mit dir zu tun gehabt, oder wir haben du mit dir zu tun, oder wir wollen in dir versagt worden. Und zweitens, diese Botschaft ist wichtig, damit wir lernen tun, andere zu halten, wie mit der Trouble haben. So, diese Botschaft soll uns von dir endet wiesen, erstens, wo wir kein Frieden wollen von dir, und zweitens, wo wir kein andere haben, Frieden zu wollen. Der Kampf gegen Pornografie, dort ist ein schwieriger Part. Das hat eigentlich zwei Parts des Kampfes. Der erste Part ist leicht und busig, der zweite Part ist schwer und lang. Wer mit Pornografie zu tun gehört hat, wer damit zu tun hat und ob immer abhören will, der mag dort erst nicht so einfach. Viele haben so die Sache angefangen, weil sie gedacht, das ist nicht wichtig, er ist nicht was schlechtes. Und bald ab einmal merken sie, sie können nicht mehr darunter fertig werden. Sie sind gebunden an. Sie können nicht losfahren. Und du hast aber die Gehörer nur recht, wie dürfen du losfahren kommen. Die Bibel lehrt, wir dürfen frei werden, wir dürfen nicht mehr unter den Sinn festgebunden sein. Ein Christ ist nicht mehr ein Sklave der Sinn. Das kommt fast die Fläche nicht für zu los sein, wenn du diese Botschaft gehört hast, aber diese Botschaft soll von dir der Anfang sein, für dich, für ein Leben, wo du frei bist von dir. Heath Lambert heute Abend drei Ursachen ab, warum Pornografie so ein großes Problem ist von dir schon da und auch allgemein. Erstens, dort ist, wo plätschert. Dort wird im Geheimnis zu tun. Zweitens, dort ist sehr verfügbar, dort ist alle wegen der Hand. Und drittens, wegen dem Hunger, wegen dem Verlangen. Unsere Horten, unsere fleischlichen Horten haben ein Verlangen, die interessieren sich dafür. Einmal der Heath Lambert, er ist ein christlicher Seelsorger. Er hat das Buch geschrieben über Pornografie. Biblische Haupt, wo du von Lust kommen, und das macht die Sache taurud. Wenn du Trouble hast mit Pornografie, oder wenn du sagst, wem halten das mit Pornografie, dann brückt das Buch und brückt die Antworten, wo du bei uns sind. Dort geht für Reinheit zu kämpfen mit Genur. In Englisch heißt dort finally free. Dort ist auch in Deutsch und Spanisch zu kriegen. In Deutsch heute dort endlich frei. Und in Spanisch ist dort por fin libre. So, schafft ihr dort Bild TV und brückt dort in diesen Kampf. So, wenn diese drei Dinge du sind, dann wirst du jedes Mal Pornografie anziehen. Wenn dort Pleatsch ist, wenn dort Terrain ist und wenn du ein Verlangen hast, du nur, dann wirst du nicht anders, als du nur ziehen. Das geht mit einer Stufe zu vergleichen. Du hast eine Stufe, ganz viel Pornografie.
Na, unsere Welt wird das so erleben. Du bist allein Ben. Keiner weiter. Du hast viel Pornografie zu haben. Und drehst die Janka dort. Wo warst du denn? Du warst dort hier. Du warst eine lange Zeit geblieben. Wenn du über ein von diesen drei Dingen wegnehmen darfst, dann musst du nicht gehen. Wenn hier in dieser Stufe Pornografie ist, und die dort jankert, aber die Stufe ist teilschlagen, dann musst du dort nicht gehen. Oder du bist in der Stufe, du hast die Pornografie, die jankert dort, aber du hast, wenn man seine Imperium mit die Taube bin, und der Kick wird die das. Dann musst du dort nicht gehen. Dann erst du nicht im Plitsche denkt, dann kommst du dort nicht im Geheimnis down. Oder du bist in dieser Stufe von Pornografie. Du bist du allein. Aber die Janka dort nicht zu sein, dann musst du nicht gehen. Ein von diesen drei Dingen du wegnehmen, dann musst du dort doch lohnen. So, das du wegnehmen, der Plitsch ist, oder die Pornografie, dort die du nicht biegst, oder wenn du nicht im Verlangen hast du nur, dann warst du dort doch looten. Dette wollten, der Hauptansnü gegen die Pornografie zu kämpfen und zu gewähren. Dette wollten, Hauptans auch andere zu haben, wo mit Pornografie kämpfen dann. So, das kommt auf zwei Parts. Der erste Part, die Karte in die Busia kommt. Römer 13, Vers 14 sagt, und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Wie sollen dort Fleisch nicht Gelegenheit geben, Tere los? Das gibt uns dann die praktische Abgaben, was wir tun sollen. Erstens, wir sollen nur denken und kehren, wo der mein Fleisch Gelegenheit geben, Tere los. Das habe ich auch anwandt für andere Sinn. Verschiedene Sinn, mit was wir trübeln tun, diese Prinzipien habe ich auch dafür anwandt. Aber ja, erstens, nur denken in Kehren, wo gebe ich mein Fleisch Gelegenheit verlassen. Wenn es eine Ding, wo mir immer war, du nur locken tun, wo mir du ein Versiegen tun, Pornografie und Kehren. Und zweitens, was soll ich tun, diese Gelegenheiten aufschaffen. So, der erste Part von dem Kampf, dort geht dort wegzunehmen, dort nicht mal im Plitsche-Ding ist, und auch die Pornografie aufschaffen, dort wie, dort nicht verfügbar ist, dort wie du nicht so leicht von dort hast. So, der erste Schritt ist einmal, nehmen dort Plitsche davon weg. Leben nicht in der Distanz. Sinn, der will immer in der Distanz sein. Sinn will im Versteck sein. Sinn will nicht dort noch ein anderer dort sieht oder dort ein anderer dort weit, wo ich da. So, der erste Schritt ist, das aufzudrehen. Sei irgendwem dessen Trouble, was du hast mit Pornografie. Vielleicht denkst du so, ich will mich selbst haben, ich will mich weit mit dir und du brauchst keine Antworten, dass ich dessen Trouble habe. Und willst du dort ja gleich? Du kannst dich gleich selbst haben. Und Gott will auch, dass wir unseren Sinn aufteilen tun. Gott will, dass wir unseren Sinn und Licht bringen tun. Das wird uns schwer sein, aber wir müssen irgendwem unseren Kampf vertellen. Jakobus 4, Vers 16 sagt, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. So, wie machen die Mords, wem den Kampf vertrauen? Du kannst dort nicht bis im Versteck haben. Euer Luther kommt dort sowieso rüd. Und so schwind du irgendwem davon vertrauen warst, warst du auch kurz mal irgendwann von der Kraft, die nicht geben wird, um gegen den Sinn zu kämpfen. So, sei nicht bis zu irgendwem, ich kann Kampf, was für mich beten. Aber sei dem, was den Kampf ist, sei du hast ein Problem mit Pornografie. Sei, wenn er du mit kämpfen darfst, sei, wo du mit kämpfen darfst, sei, wo du ein Straucheln darfst. So, diese Person kann dir dann helfen, um die Gelegenheiten für das Fleisch wegzunehmen und du mit zu handeln.
So, sieht die eine Person, mit wem die Up reden kann, eine Person, wer die biblische Antworten geben kann, wer die biblischen Rut geben wird, eine Person, wer mit die beten wird, und eine Person, wo die geistlich helfen wird. Das nennen wir einen Verantwortungspartner. In Englisch kennen wir leichter einen Accountability Partner. Wir brücken wem, wer uns verantwortlich hält. Sieht die eine Person, mit wem die treffen kannst, und wer die Wort verantwortlich hält. So, nicht ein Freund, wer den selben Trouble hat. Dort erstens ist von einem Blinden den anderen Blinden lernen will. Dann trefft jemand bis jeder Weg und vertellt jemand von, wo ihr letzte Weg nicht haben könnt, sich haben. So, sieht die ein Verantwortungspartner, wer die in der Bibel halten kann, wer nicht selbst in der Straucheln wird. Wir können sagen, sieht die ein Rieperchrist, sieht die einer, wer ein geistlicher Lehrer ist, wer die in der halten wird. Und gut, dann wird Bürg Eva endlich frei. Du sind viele wie biblische Wege, wo das Thema zu behandeln. Und für dich werde weil reut sein, andere zu helfen. Wie kann ich andere helfen, wenn die nicht helfen wollen? So, wie sollen dann eine Person sein, dort Menschen sich an uns nun wählen? Wie sollen freundlich und leuende Person sein? Wie sollen up sein, damit dort wir nicht vollkommen sein? Und dort wir auch genug brücken dann. So, wenn du Trouble hast mit dir, sei irgendwem dort. Du brückst wem, wer die Wort halten und verantwortlich hält. Der wird schwer sein, der zu sein, aber Jesus hilft dir genug dafür. Du brückst unbedingt einen Verantwortungspartner. Und der zweite Schritt ist, die Verfügbarkeit wegzunehmen. Die Gelegenheit, Pornografie zu kriegen, wegzunehmen. Dort hat sie geschaffen, dort die nicht bei der Pornografie bekommst. Von wo kriegen Menschen ihre Pornografie? Erstens, die Jettigkeiten. Die Jettig im Stuhltigkeiten, einer kann sich Passtigkeiten, die gehen Films und Movies tigkeiten, und die muss ein Engmerken damit. Laut den Verantwortungspartner, den DVD-Player haben, laut den Verantwortungspartner sein, wo den Geld blieben wird, geh an die Schlüssel zu den Haus, zu den Fertig, zu den Stuhl, damit er irgendwo neu dort durch sein kann. In Stuhl ab, da wird Stuhl auf, da wird die Brücken das, an Pornografie zu kriegen. Von wo kriegen Menschen noch ihre Pornografie? Dort ist um TV, um Internet, Computer, Handy. Sein Ding wird von der ersten Tag sehr gebrückt worden. Besonders im Fun von der ersten Tag ist es so einfach zu bieten kommen. Und wenn diese Dinge die Theresien führen, dann reden wir mit dem Verantwortungspartner der Eva, wenn die Dinge aufzustehen und warten dann, um dort diese Dinge, die nicht mehr durch einen versiegen wollen. Weißt du, was die Menschen aufstehen? Andere Dinge sind gut, du wirst fertig merken, dort wirst du Dinge geblockt sein, du kontrasignierst für ein Passwort für, dort du nicht so leicht bekommst. Und es ist vielleicht auch gut, wenn du bei gewissen Dingen nicht bekommst, bitte, wenn du das erst mit die Taub ist. So, laut Passwords in den Phonen merken, in den Computer, Tablet oder TV, wird immer die Brücken das. Lass dir Dinge vermerken, dass das für dich verantwortlich hält für die Dinge, die du mit dir hast. Und sowieso ist es gut an die Dinge, wenn du ein Passwort für hast und so wieder wenigstens, wir gleichen zu glauben, dass in uns höchstens irgendwo checken wird, was du nicht sollst, aber kann dann sein, dass du von der Jas oder Nobasch irgendwie doch die Dinge brücken wird für andere Dinge. Das hilft auch, ja, gut wird sein, weil wir können Internet ganz oft stehen, aber das ist eigentlich nicht möglich. Wir brücken dort von der ersten Tag für so viele Dinge.
In der Hälfte des Programms, was wir brücken können, um verantwortlich zu sein für die Dinge, die wir kicken. So hast du zum Beispiel Covenant Eyes, Be Safe. Wenn du unbedingt mal das Internet haben, dann du so ein Programm aus dem du nennen, dann kann der andere, der kann sein, wo du siehst, dass erstens das Programm den blocken, viele Dinge wurden geblockt, und zweitens, dass das einen Bereich geben und den Verantwortungspartner, dass der sein kann, wo du im Internet das. Wenn du nicht reut bist, Hindernissen zu merken in deinem Leben, du mit bewusst, dass dir gleich ernst ist, das Kampf gegen die Pornografie. Und wenn du sagst, wem halten das, wer mit Pornografie zu tun hat, dann merk sicher, dass das erste Ding, was die tun, dass du den verantwortlich hältst für die Dinge, was er im Internet hat. So, was abstellen, oder Dinge aufstehen, wo die Sinn führen dann. Na, vielleicht denkst du, na, das ist doch hier drehen, das geht die Geist ist das. Ja, das fehlt der Nerv. Was los wie ich, was sagt Jesus? Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Hab uns dort Wort, uns rechtet ihr, Rüte nehmen, du mit wenig mehr wollen versagt worden mit Pornografie? Nee, dort hab nicht, dann wird wie mit der linke ihr kriegen. Und Jesus hier mit in der Weich überdrehen wird, zu uns sagen, das, was er lernen wird, du erst nicht so wichtig, dort wie nicht so ein Reut sein, dort oft zu tun, wenn uns dort Resin fehlen wird. Du machst drastische Änderungen in uns Leben passieren, um gegen den Sinn zu kämpfen. Wir machen immer denken, du Eva, erst mir dort wichtig genug, Frieden wollen von dieser Übung los. Dort reut sie Dinge loszulassen, wo ich glaube, wird mir wichtig sein. Ist mir das wichtig genug, Änderungen zu merken in meinem Leben? Jesus sagt, dass es besser ist, ohne Jungen in den Himmel zu kommen, als ganz verloren zu gehen. So dass es dann nicht dauert, dass mir das dankt, oder dass andere Menschen dort haben, dass andere Menschen dort tun. Einmal zu sein, was ich in meinem Leben mache tun, um Frieden zu bleiben von dieser Sinn. Die Ewigkeit, der ist doch viel wichtiger. Von wo kriegen Menschen noch Pornografie her? Drittens, die kriegen dort von Seswem. Wollt ihr von wo viele Menschen angefangen haben, oder wo viele junge Menschen sind bekannt geworden mit Pornografie? Du hast bei Papa seine Schiefflut oder bei Papa und ihrem Bad. Du und so wie, wenn von Schwier trübelt das aus. Die Kinder schnappen nur in Fingwort, wo der Papa selbst brücken hat. Oder auch im Computer, im Internet, in den Führer seine Geschichte, wo er aus Bänden war. Andere, dann vielleicht bei der Graufrasch, wo sie dort kriegen, andere beim Freund, oder bei Seswem. Wer Seswem seine Sachen gebrücken hat, für den, der soll doch gut reinstellen. Einfach sein, hey, ich brücke den Computer, ich habe ihn gebrückt für Pornografie, kostet ihr den weichstellen, oder kostet ihr ein Passwort vermerken. Das ist immer schwierig zu tun, den Tautisch tun und das einfach rein zu merken. Und der Verantwortungspartner, der kann mit das halten. So, das ist die Karte, der einfache Weg gegen Pornografie zu kämpfen. Sie bei irgendwem verantwortlich merken, erstens, und Dinge aufstehen, die mich dazu führen, Dinge aufstehen, die mich immer wieder versiegen. Das hat, um dort nicht so viel gelegen hätten, sein für das Fleisch. Dass er dort wegnehmen, dort wir dort nicht Pleitsch haben, dass er dort wegnehmen, dort du nicht so viel zu haben ist. Und das ist leicht zu tun, das ist busig zu tun.
Ober, das war dann noch nicht anderen. Ich rede von einer Stufe von Pornografie. Wenn irgendwer die Stufe tauschlüten hat, und du bei der Stelle nur mich abholen hat, dann wo ich du nicht hinkomme. Aber was passiert? Mich ankert auch noch einmal. Die kostet doch nicht kein, wenn du erst wer nur die abholen hat, aber du bist danach nicht schwierig, die jankert dort. Und hier fängt der lange, schwere Kampf an. Ein Zitat sagt, ein Hund, was abgekehrt ist, der bleibt danach ein Hund. Und kriegst du erst die Loss. Eine Loss, was wir festgebogen haben, eine Loss, was wir umgekehrt haben, der bleibt danach los. So schön wie die Kehrt wegnehmen, dann wird die Loss, was los wird. Älteren merken hier so Erfahrung einen Fehler. Sie haben ihre Kinder und ihre strenge Absicht, dort ist der Part. Sie lassen ihre Kinder nicht ein Fuhn, oder die lassen die nicht nur in Oberschwaden TV haben oder so irgendwas. Dort ist der zweite Part, dort nicht verfügbar ist. Aber der dritte Part wird Fehlern ausgelassen. So, die Kinder und ihre strenge Absicht, die kann ich plötzlich denken. Und die Älteren lassen auch gleich schwindische Dinge in den Häusern kommen. Dort ist auch ganz reich, dort soll es dort sein. Dort ist reichen Geld, dort soll es dort tun. Aber was viele Älteren ausloten tun, dort so drei Report, dort hart in den Wellen von dem Kind. Was passiert, wenn diese Kinder gerade sind? Die fangen an, den Pitch zu tun, hängen die Älteren erregen. Und wenn die Älteren nicht durch sind, kicken sie doch den, was sie nicht sollen. Dort kommen wir nur drei Ursachen, woran Pornografie so ein großes Problem ist. Dort ist, wenn es dort im Hort die Wackel hat. Das ist nur der lange, schwere Kampf, und hier geht dort am dort Hort. Jesus sagt, wer eine früh ankickt am alten Wahl, der Hafel in sein Hort mit all der Ehe gebrannt. Der Hafel. Wenn es Ehebruch in sein Hort ist, kickt heute mit Last nur früh. Dort ist nicht. Na, der Unterschied ist das. Wer nicht Mautwellens wird sieht, geht vielleicht wer vorbei, hat was gesehen, was am nicht gut ist, der hat noch nicht Ehebruch begonnen. Aber wer Ehebruch begonnen hat, dort ist der, wer nur gelegen hat und sieht, was ich sein kann. Wo kann ich meine Last fördern? Wer Ehebruch im Hort hat, der sieht nur gelegen hätten, wo wir zu sein zu kriegen. Der Wort, das ist hier das Beispiel dann erst, wenn die Früh hin rundgehen, deshalb der Wort, die Früh hin rundgehen. Der griechische Text für diese Versen, der Jäfte hat gesagt, dort erst nicht bis einmal du vorbeikriegen und mit dem vorbeikriegen hast, was zu sein. Der geht aber du am Mautwellens nur was zu sehen, nur zu kennen. Der erste Part von diesem Kampf gegen Pornografie, das geht einmal um das unter Kontrolle zu kriegen. Der zweite Part geht darum, im Blieben der Sicht zu haben, Eva. Dort nicht für das Trägung wird. So, wir machen nicht bei dem ersten Part abhören, wir machen mehr dann aus der kalte, leichte Part. Wir machen aber auch den langen, schweren Kampf entgegen. Das Kampf geht um den Appetit, ans Verlangen, nur Pornografie zu ändern. Du nur zu streben, dort wir nicht mehr wählen. Und weil die schlechte nur erkennt ist, dort habe ich gleich. Du kannst gleich den Verlangen nur diese schlechte Dinge ändern. Ans fleischliche Hort, die Wahl, dort Wahl Ding sein, was wir nicht sein sollen. Ans fleischliche Hort, Janka dort Wahl dort. Und das kann ich gleich ändern. Du kannst den Hort gleich ändern, du kannst den Hort gleich reparieren, dort die Leute reinhat was aus diesem schwindschen Ding. Aber Jesus kann die ändern. Hier ist der Gaude Nureich. Jesus kann den Hort ändern,
Du meinst, wenn du in der Stube bist, wo schwindsche Dinge bein sind, dort die nicht entflangen hast du nur. Das kann allein Jesus tun. Jesus kann dein Hort verändern, dort die Leute sterben was, aus frisch Pornografie kriegen. Dort die Leute Jesus ehren was, aus deine Gedanken mit diesen schwindsche Dingen fallen. Das lange schwere Kampf als Jesus untertragen. Römer 13, Vers 13 sagt, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an. Wenn du wem hoppen das, geht dort nicht den anderen bist du hoppen, dass du nicht mal Pornografie kriegen, aber dort geht den nur Jesus zu wiesen. Du mit dir auch wort mit Jesus ungetragen sein. Das soll bei uns so sein, dort wie mit Jesus ungetragen sein. Das soll bei denen so sein, wem wir hoppen dann. Dort erst den Nächsten, du enthaupten Jesus seine Macht, seine Größe, seine Läufe, seine Genut, seine Herrlichkeit, wichtig zu merken und zu wiesen. Dort in den sein Hort, saß nur schon mal rühmhaft aus Jesus, in das böse Ding am nicht mal rühmhaft in sein Hort. Wenn wir unsere Haupten tun, wie kann ich dort Hort verändern? Wie kann ich dort Hort von unseren Kindern verändern? Wie kann ich dort Hort von unserem Partner verändern, von unseren Freunden oder wem immer wir Haupten tun? Was wir aber kennen, als er immer war, für Jesus zu bringen, wer er ein Jed hat geben kann. Wenn das Trübel nun nicht wird, dort nicht Pornografie geben wird, danach haben wir Menschen den Trübel, uns fehlt Jesus. Das kann ich nicht lohnen. Wenn wir irgendwem halten, dann kriegen wir mit, was wir den halten, uns Ziel soll Jesus sein. Für die Person. Warum ist Jesus so wichtig? Wem kannst du noch bieten Jesus, wer vom Himmel gekommen ist, aus Mensch zu leben? Wem kannst du noch, wer den Wind und Meer kontrollieren kann? Wer hat dort gesagt, noch vollkommen ausgelebt? Wer hat noch die Sünde ihre Schuld gedreht? Wie hat Gott seinen Zorn gegen den Sinn gedreht? Wer hat Frieden zwischen Menschen und Gott gemerkt? Dort gibt es keinen anderen als Jesus. Wer hat die Kraft vom Tod abzustehen? Jesus. Oder kennst du irgendwem, wer erst 3 Jahre tot war und dann ab einmal fällt ein Bein, das ist mein Eltern, ich will hier rüber und dann steht er in den Grof ab? So kann wie nicht. Du erst allein Jesus, wer diese Kraft hat. Und ja, Jesus hat den Tod überwunden, Jesus hat den Sinn überwunden, Jesus hat den Satan überwunden, und in Arm hat die Kraft, heilig zu leben. Jesus sagt, kommt nur mir, ich will jemand Ruhe geben. Jesus gibt sich, Jesus gibt Ruhe, Jesus gibt Frieden. So, um sich zu haben, in dessen Kampf gegen Pornografie, brückst du, dass Jesus dein Hort verändern wird. So dass dein Hort nicht mehr nur Pornografie hungert, aber erfällt es mit Jesus. Ich will lesen in Römer 8, Vers 10, wem von der Kraft das ist. Römer 8, Vers 10. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot, um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leibe lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wenn wir Gott seine Kinder sind, dann haben wir Gott sein Yes in uns. Dieselbe Yes, dieselbe Kraft, wird Jesus in den Grofried holen wird, dieselbe Kraft lebt in uns. Vers 12. So sind wir also, ihr Brüder, dem Fleisch nicht verpflichtet, gemäß dem Fleisch zu leben. Das erste schöne Nachricht. Mit Gott seine Kraft in uns, brückt wie nicht mehr hoffnungslos in unsere Sinn umkommen. Wir dürfen Freiheit haben. Wir dürfen frei werden von diesem Sinn. Das bedeutet nicht, dass wir niemals mehr versagt werden.
Aber dort bedient, dort wir lernen, dort wir kennen, sich an in den Versicherungen. Das ist immer alles wichtig. Wir können gleich frei werden, wenn wir nicht Jesus in uns haben. Ja, da sind auch andere Menschen, die haben die Hirn ab, die Proben abzuhören, wegen der Angst haben, da wird vielleicht irgendwer antworten, die haben Angst, dass der Partner dort wird antworten, dass die Eltern dort antworten und so weiter. Aber das ist noch nicht eine volle Freiheit, das ist noch nicht ein volles Friesen von den Sinn. Friesen, dort ist, wenn Christus uns hat verändern wird, damit wir nicht mehr ein Verlangen haben, du nur. Dort du nicht bis menschenfähig ist, dort wie du nur abhusten dürfen, aber dort wie wenigstens Christus reinblieben dürfen. Kommt noch ein paar andere Dinge, wo uns in diesem Kampf halten dürfen. Erstens, Gebet. Wenn du versagt warst, Gebet. Du warst vielleicht in diesem Kampf eine längere Zeit bei sein, Fährten konnte zu sein, dort, wir haben vielleicht Jahren mit der Pornografie zu tun gehabt, sehr viel Zeit. Und dort ist nicht einmal in einem Augenblick, dort man frei ist davon. Dort kann ein längerer Kampf sein, und dort kann für eine längere Zeit sein. Aber wenn du beten darfst, dann hast du angefangen, die Rüte wegen. Wenn du Jesus am Haupt freuen darfst, dann wird dich auch halten in dir. Jesus kann nicht anders als halten, wer am Haupt freuen darf. Vielleicht fällst du einmal während deiner Versicherungen. Vielleicht hat dir dort so, ich will nicht auch wahren, und du hast doch wahren getan. Und ob die Unterscheid von einem Christ und einem Nicht-Christ ist, die Christ steht einmal wahren ab. Gib nicht ab. Bet Gott, dass heute dein Gebet beantworten wird. Und bet so lange zu Gott, bei Gott die Wort Freiheit geben, bei Gott die Wort sich geben über deine Versicherungen. Bet bei Gott Wort dein Wort verändern, damit du nicht mehr ein Verlangen hast du nur. Das nächste Ding, was wir brauchen, dann dort erst Gott sein Wort. Wir brauchen uns damit zu beschaffen. Hörchen, lesen, was immer. Gott sein Wort ist ein Schwert, um gegen Sinn zu kämpfen. Und dort ist wichtig, dass wir lernen, das zu brauchen. In Gott sein Wort fangen wir, wer Gott ist, wo Gott schaffen wird. In Gott sein Wort fangen wir, wer Satan ist und wo Satan schaffen wird. Wenn wir wollten, wo Satan schaffen wird, dann wollten wir auch beten, wo mit unserem Sinn umzugehen. Wegen, wie sollen das einmal wahr? Satan, wo der hat, der hat uns wohl einbauen, der war die gleiche, das fehlt dir, das musst du haben. Und dann dürfen wir dort, nicht nur dem schäffelt er uns unja mit ein schlechtes Gewissen, mit der merkt uns Schämen und so weiter. So, der merkt auch Schmackloten, wenn wir das über tun haben, dann wird er uns duldrecken mit dort. Wenn wir uns mit Gott sein Wort beschaffen, dann lehren wir auch diese Dinge zu machen, wo wir kämpfen können, gegen diese Sinn. Und auch, Gott sein Wort wird uns rennen. Wer viel Pornografie gesehen hat, der weiß dort, wo schwingt das Gedächtnis worden wird. Und Gott sein Wort ist der beste Mittel, uns Gedächtnis rennen zu machen, damit wir diese schlechten, unreinen Gedanken nicht mehr haben. Ein anderes Ding, was uns helfen wird, dort ist Sing. Geistliche Lehrer. Wir haben in der Bibel haben wir die Psalmen, 150 Lehrer, wo Gott uns gegeben hat. Und so gibt es auch viele mehr gute geistliche Lehrer, die wir brücken können. Sing beeinflusst unsere Neigung, wo wir nur streben dürfen. Die kosten nicht Pornografie und King in den selben Zeit sehen, selige Gewissheit, Jesus ist mein. Da passt nicht top. Du kannst ein oder dort andere tun, aber nicht beides zugleich. So, wenn du in Versicherungen bist, sehen. Das darf noch mehr Ding in
in der Bibel endlich frei sein, eine ganze Streit Meier abgeschrieben, war ins Haupten down, ging das hier kämpfen. So aus Reue haben über die Sinn, ein Wort Leut sein über die Sinn, dass sie sind bekannt, demütig sein, haupt uns. Dankbarkeit haupt uns gegen die zu kämpfen. Wer dankbar ist, der will gleich irgendwas anderes. Wer dankbar und zufrieden ist, der hat gleich ein Verlangen, nur den, was nicht seine sind. Hier in einer Botschaft geht lange nicht alles zu sein, was zu sein fehlt, über die Träume. Aber ich wünsche, dass diese Botschaft könnt ihr beidrehen. Dort das könnte der Anfang sein, damit du ein Leben wahrscheinlich wo du frei bist von dieser Pornografie. Lass von dir der Anfang sein, von einem Leben von Freiheit. Nicht mehr Sklave sein, der Sinn. Ich möchte noch einmal sagen, wenn du straucheln das mit Pornografie, oder wenn du sagst, wem halten das, Brücke der Bild von Heath Lambert endlich frei, da wird die im biblischen Bereich lernen, um das Problem zu behandeln. Wenn die Beschreibungen lesen lässt, das ist eigentlich der beste Buch, um das Thema zu behandeln, wo die Kosfing nicht abstehen. So, noch ein paar Schlussgedanken. Wie dürfen frei sein? Wie dürfen frei werden? Du sind viele Kinder Gottes, die das erfahren haben. Und eier sind in diesem Sinn, wenn du warst, dass sie nicht in weichte Rüte sahen. Gott hat ihn über frei gemerkt. Und Gott sei Dank für seine Zeugnisse. Das kann auch in deinem Leben so sein. Du darfst frei sein von diesem Sinn. Streb mit ganzen Eifer Rente wollen. Und sieh nicht von dir, was lebenslang mit dir zu tun hat. Das gibt so viele in ihrer Aulet aller, sie sind nie nicht frei geworden von Pornografie. Möchte das bei uns nicht so sein. Möchte das eine Gemeinde sein, wo wir Reinheit haben. Möchte das eine Gemeinde sein, wo wir Obst sind, unsere Tauben, wo andere Obst sind, sich nicht merken. Und dort wir alle Tauben machen, nur Reinheit streben. Dort ist so eine gefährliche Sinn, diese Sinn gräbt die Gemeinde so unersprechlich so an. Dort ist so ein geheimes Ding, wo ganz in der Gemeinde hineingekrochen ist. Und mach wie frei sein von dort und mach wie aus Gemeinde gegen das Kämpfen. Wir beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du die Macht in der Kraft hast, unsere Horten zu überwinden, uns nie Horten zu geben, dass wir dürfen ein nicht Verlangen haben, ein Verlangen nur die, und nicht ein Verlangen nur der Last von dieser Welt. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht allein geluten hast in diesem Kampf. Herr, das ist ein schwerer Kampf. Viele Menschen gehen dem Mess unja ein, sie sollen nicht in Weich der Rüde, sie haben geprüft, sie können nicht losfahren. Und Herr Eckbeer, wer immer das hören mag, dort die von dir machen Hupning fuhren und dort von dir macht der Dach sein, dort von dir der Anfang ist, von einem Kampf gegen die Pornografie, wo du wird siegreich sein. Herr Eckbeer, halb uns eine Gemeinde zu sein, wo wir uns unseren Städten tun, wo wir uns unseren Unter halten tun und wo wir Obst sind einer zum anderen, damit wir das Los im Hort, dort wir das Ehebruch im Hort machen, überwinden. Herr Eckbeer, dass du uns machst, die Genut geben, dort unsere Horten machen, frei bleiben von Ehebruch. Herr Eckbeer, fäll uns Gedächtnis, fäll uns Hort mit dem Wort, fäll uns mit deinen Genur in Läuf, damit wir nicht ein Verlangen haben, nur andere Dinge. Herr Eckbeer, geh von dir sich, wenn ich sie habe, und halb uns, dort wir wollen dich verherrlichen, und dort wir wollen nicht Sklaven der Sinn sein, aber dort wir wollen deine Deiner sein, und dich verherrlichen mit uns leben. Amen.